Herzlich willkommen auf unserem Kanal Unser Leben am Walnussbaum. Wie ihr wisst, dreht sich es ja da auch unter anderem um Krisenvorsorge, Notfallvorsorge. Ja, ganz aktuell haben wir ja die Hochwasserlagen in Deutschland. Und da möchte ich euch jetzt einfach einen Tipp mitgeben und euch das mit einem Artikel aus der FAZ vom 17. Juli begründen. Ich lese euch jetzt da bloß drei Sätze dafür vor. Hunderte Häuser sind nicht mehr zu retten. Brücken eingebrochen, Straßen unbefahrbar geworden, Leitungen zerborsten. Bundeswehr, THW, Energieerzeuger und Telekomunternehmen versuchen am Freitag händeringend zumindest das Nötigste wieder instand zu setzen. Schutt und Müll aus dem Weg zu räumen. Dabei fehlt es nach wie vor an zwei wesentlichen Voraussetzungen. An Strom und an einem funktionierenden Mobilfunknetz. Wie ihr euch dabei helfen könnt, zeige ich euch nach dem Intro. Es soll ja in Deutschland, eigentlich in alle europäischen Länder, soll ja mit Sirenen vor Unglücken gewarnt werden. Und dann heißt es ja immer, schalten Sie den Radio ein. Da werden dann ja entsprechend Warnhinweise sollten gegeben werden. Die Privatsender machen es, das Öffentlich-Rechtliche kann man gern getrost darauf verzichten. Jetzt habe ich dann überlegt, was tun. Wenn ein Mobilfunknetz nicht funktioniert, können wir jetzt uns vielleicht mit Satellitentelefonen behelfen. Aber das ist dann, denke ich, doch ein wenig übertrieben. Ne? Und dann habe ich mich so mal bei meinem Händler des Vertrauens bei der Firma Amazon umgeschaut und bin auf dieses Gerät gekommen. Ich pack das mal aus. Das ist in erster Linie mal ein Radio, weil wir haben gerade gehört, Strom ist weg. Also hilft uns die Stereoanlage einmal herzlich wenig. Mobilfunknetz ist weg. Sprich, auch das Internet ist tot. Hilft uns unser ganzes, schönes, teures 1000-Euro-Handy gar nichts. Dann nehmen wir einfach da das billige UKW-Radio, solange sie den UKW nicht auch noch abschalten. Jetzt ein Radio einzeln, ja, ist nett und schick und schön. Aber dann habe ich dann so einen Kasten, den kann ich durch die Gegend tragen. Und ich, wie gesagt, ich habe mir ein wenig umgeschaut und hat das Radio auch mal ein Solarpanel obendrauf. Das heißt, ich kann mir tagsüber das Ding irgendwo ins Licht stellen, in die Sonne stellen und es lädt. Bleiben wir erstmal beim Strom. Ja, wenn mir das ganze Ding nachts passiert, ne, habe ich auch noch eine Handkurbel. Das heißt, ich habe die Möglichkeit, mir einen gewissen Strom zu erzeugen. Also das ist jetzt nicht ein kleines Kraftwerk, aber zumindest langt es, dass diese Lampe da vorne anspringt. Ich hoffe, man sieht jetzt gegen die Sonne. Die hat drei Stufen. Und zwar nicht erschrecken. Die, also es ist hell. Ein bisschen heller und da ist ein SOS-Tasten drauf, mit der man sich einfach bemerkbar machen kann. Was die meisten vergessen, ist da auch unten, haben die dran gedacht, ein reflektierender Streifen angebracht. Finde ich im Zweifel, wenn mir ein Auto entgegenkommt, es reflektiert und irgendwo der kommt, sagt, holla, da ist was. Dann hat man da unterhalb von dem Solarpanel hat man da noch ein Leselicht oder einfach ein Licht, dass es einfach nicht so finster ist. Ihr müsst euch vorstellen, wenn jetzt wirklich Stromausfall ist, ist es ja überall in der näheren Umgebung. Und es ist nachts richtig dunkel. Wenn er jetzt bei so einem Hochwasser ist, der in der Regel ja ein bewölkter Himmel oder so, da ist stockfinstere Nacht, da seht ihr überhaupt nichts. Ihr hockt da und es ist schwarz. Und wenn man dann bloß ein bisschen so ein kleines Licht hat, man hat zumindest einmal
einen gewissen Lichtschein in der Umgebung. Oder wenn man was lesen muss, wenn man was Karten lesen will, oder irgendwas. Oder man, ja, gibt 10.000 Punkte, ne? Man hat zumindest ein Licht und das sind 6 LEDs, also das braucht ganz wenig Energie. Das heißt, es hält auch relativ lang. Das ganze Gerät hat eine Powerbank-Funktion mit 4000 Milliampere-Stunden, glaube ich, hast, wo ihr auch andere Geräte laden könnt. Sprich, ihr könnt euer Mobiltelefon laden, um irgendwelche Apps, die keinen Internetanschluss brauchen, zu nutzen. Ich habe da zum Beispiel so ein Kartensystem drauf. Oder aber ihr könnt das Ding selber mit dem Strom da ist laden. Ist ja auch jetzt nicht bloß für einen Notfall, ich sag jetzt einmal, wenn einer campen geht, wandern geht, was weiß ich, ist da nur so ein Band dran. Und da ist doch das dann ganz praktisch, wenn man praktisch seine Taschenlampe mit Radio hat oder seine Powerbank mit Radio hat, seine Powerbank mit Taschenlampen hat und das ganze Ding sich auch noch selber lädt, ohne dass ich einen Stromanschluss brauche. Weil der Stromanschluss wird wahrscheinlich das große Problem sein. Zu dem Kartensystem, was ich gerade erwähnt habe, ich mach's mal schnell auf. Das ist das, ich hoffe, man kann sehen. Das Locus Map Pro, oder Locus Map, das funktioniert auch offline. Bringe ich euch da nochmal extra Video. Das ganze Ding ist ein USB-Kabel dabei. Das ist jetzt noch ein normales, nicht USB-C, das ist das ältere System praktisch. Ich verlinke euch das alles unten mal. Setzt das ganz oben auf die Liste von den ganzen Vorschlägen, die ich euch machen würde, was man so als Grundausrüstung haben sollte. Könnt ihr dann draufklicken, kommt ihr zu Amazon, kauft ihr da, kriege ich eine kleine Provision. Am Endpreis ändert sich für euch nichts. Kauft ihr es ohne den Link direkt bei Amazon, macht ihr den Herrn Bezos noch reicher. Ich kann es empfehlen. Lest die Presseberichte von den letzten Tagen. Ihr werdet es immer lesen. Strom hat gefehlt, Licht hat gefehlt, Information hat gefehlt, weil die Smartphone, das ganze tolle digitale System schlicht ausgefallen ist. Deswegen einfach die Vorschläge von meiner Seite. Ich hoffe, ich kann den einen oder anderen damit erreichen und zum Nachdenken bringen, dass sich auf die Regierung niemand verlassen sollte. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Würde mich über Abo recht herzlich freuen. Das ganze Ding findet ihr natürlich auch nochmal auf unserem Blog. Könnt ihr euch das nochmal durchlesen. Es sind auch noch viel mehr Berichte dazu drin. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Video.